Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Afterworlds Plus. Nee, oder doch, ja, genau so hieß das. Aber ich konnte zwar den Namen vergessen. Wir werden heute als Apulion spielen, Apulion, weil der gute Franzose muss noch den Bosswasch machen, deswegen müssen wir uns auch beeilen. Und warte, wo musste er noch hin? Er musste noch zu The Lamp. Guck mal hier, erstes tolles Item. Das macht gleich das, was unser Spacebar-Item macht, deswegen nehmen wir es mit dem Spacebar-Item mit. Stimmt gar nicht, das hätte unsere... Warte, was hätte das denn gemacht, diese gelbe Spritze? Das hätte uns, glaube ich, verbessert. Und dann nach unsere... Wieso habe ich eine... Oh nein, ist das nächste Erlebende? Ich habe eine Level-Deal-Chance. Das ist ja komisch. Oh Gott, ich habe so lange kein Isaac mehr gespielt. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Kann sein, dass ich gleich sofort wieder sterbe, aber ich dachte mir... ja, Isaac, ich habe noch nicht alles, deswegen heute mal wieder Isaac. Und wo jetzt Vorwirtschaft zu Ende ist... Ja. Mal wieder Isaac. Ich bin jetzt wieder in einer Erfindungsphase, was ich überhaupt spielen möchte. Ich meine, ich habe ein paar Spiele, die ich spielen könnte... Also auch neue Spiele und so. Und ich habe ja sowieso meine komische Reihe jetzt, wo ich meine ganzen Steam-Spiele auch austesten kann. Aber da ist halt wirklich, keine Ahnung, mindestens 80% Trash dabei. Und Trash-Spiele zu spielen kann ganz nett sein und auch ganz witzig. Okay, danke. Danke, kleines Google Chrome, dass du einfach aufgehst und über mein Spiel gehst. Richtig nett von dir. Ein Glück geht das Spiel automatisch in den Pausenmodus, wenn das passiert. Ja, Trash-Spiele zu spielen kann witzig sein, aber kann auch sehr frustrierend sein, vor allem wenn die einfach richtig schlecht gemacht worden sind und überall Bugs sind, dann ist das echt nicht witzig, wenn man da gar nichts machen kann. Und es gibt halt auch einfach Trash-Spiele, die überhaupt keinen Spaß machen. Ist halt einfach so, kann man nichts machen. Dass es sowas überhaupt zu Steam schafft, ist schon sehr komisch, aber machst du nichts. Es ist nichts fucking XL-Ebene und ich habe mir jetzt schon meinen Devil-Deal kaputt gemacht, das ist sehr sad, aber wir hätten uns wahrscheinlich sowieso keinen Devil-Deal mitnehmen können, weil wir nur zwei Leben haben. Oh, das ist ganz nett, nehmen wir mit, dankeschön. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht Apulion erklärt. Apulion startet halt mit zwei Herzchen. Ist damit ein bisschen schwächer als Isaac von Anfang an. Ansonsten sind seine Statistiken oder seine Werte von Anfang an, glaube ich, gleich wie mit Isaac. Hat also 3,5 Schaden etc. Das passt alles. Und er hat aber noch als Spacebar-Item The Void. Und mit The Void kann er Items aufsaugen. Das habt ihr wahrscheinlich eben schon gesehen. Und wenn das ein passives Item ist, dann bewirkt diese tolle Fähigkeit... dass das passive Item jedes... Passives Item bedeutet, die Fähigkeit vom passiven Item geht dann weg. Also die hat man nicht. Aber dafür wechselt man das ein für ein bisschen Stats ab. Ja, ich glaube, so kann man das gut erklären. Ja, also du nimmst ein passives Item und dadurch wird dann zum Beispiel deine Stärke um 1 hoch oder sowas. Aber das ist dann random. Oder aber du nimmst ein aktives Space-Item mit. Das haben wir ja gerade gemacht mit der... mit Book of... keine Ahnung, wie das heißt. Revelations, glaube ich. Was dann jedes Mal ein blaues Herz gibt, wenn man es einsetzt. Ah, ich hätte es einmal mitnehmen sollen und dann das Herz einsetzen sollen. Und dann erst aufsaugen sollen. Oh, das wäre schlauer gewesen, Leute. Egal, auf jeden Fall jedes Mal, wenn wir jetzt unser Void einsetzen, dann kriegen wir auch ein blaues Herz dazu. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ball of Bandages, immer nett. Weil immer Book of Revelations sich dann aktiviert. Das ist voll cool, Leute. Finde ich gut. Und ja, wir müssen ein bisschen schnell sein, damit wir zum Bosswasch kommen. Wer nicht weiß, wie man dann zum Bosswasch kommt, das ist, wenn man in unter 20 Minuten Marms Fuß besiegt. Ich nenne zwar Marms Fuß, auch wenn es einfach Marm ist. Indem man Marm besiegt. Bei unter 20 Minuten. Aber das sieht schon mal jetzt sehr gut aus, weil wir nächstes Leben einfach haben. Dass wir da gut hinkommen, Leute. Sieht doch soweit ganz nett aus. Ja, schade um den Devil Deal, aber passt schon. Au, du Arsch. Jo, was war sonst? Der kann gar keinen Laser machen, oder? Ich war am Sonntag Detektiv Pikachu gucken. Yay! Ich hab mich Monate darauf gefreut. Auch wenn ich sagen muss, seit der erste Trailer rauskam, ist gar nicht so viel Zeit vergangen, meiner Meinung nach. Bis dann der Film endlich rauskam. Normalerweise kommen ja diese Trailer immer, keine Ahnung, ein Jahr vorher oder so. Muss man ein ganzes Jahr warten, dass der Scheiß kommt. Aber bei Pikachu kam mir das so vor, als wenn das... relativ zeitnah hintereinander kam. Kann aber auch sein, dass sie einfach, weil die immer wieder was von Detektiv Pikachu rausgebracht haben, dass dann die Wartezeit ein bisschen verkürzt war irgendwie. Da kam ja zum Beispiel noch dieser Fake... Diese Fake-Karosserie rein. Keine Ahnung, wo man den Anfang vom Film gesehen hat und dann wie Pikachu da rumgedanced hat. Das fand ich sehr witzig. Also da haben die bei YouTube einfach so eine Stunde 40 oder so hochgeladen, halt so lange wie der normale Kinofilm auch gegangen wäre. Und haben damit quasi suggeriert, dass man den Film illegal bei YouTube gucken kann. Aber in Wirklichkeit waren dann nur die ersten paar Minuten die echten aus dem Film.
Und dann hat Pikachu da rumgedanced. Und das ist einfach fucking süß, wie Pikachu da rumdanced. Ohne Witz, das kann man sich auch so geben. Voll schlau von denen. Ja, wie fand ich den Film? Ich werde nichts spoilern. Also ich versuch's zumindest. Aber ich krieg das eigentlich immer ganz gut, den nicht zu spoilern. Warte, wir fangen erstmal von vorne an. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich den gucken darf. Ich bin ja sowieso Pokémon-Fan und Pokémon-Filme mag ich sehr gerne eigentlich. Aber bei diesen Real-Life-Verfilmungen, da ist das ja immer so ein bisschen komisch, ob die das hinbekommen, wie das dann aussieht, wenn ein Cartoon-Charakter quasi in der echten Welt mit eingefügt wird und sowas. Gab es ja auch schon schlechte Beispiele in der Vergangenheit. Aber ich muss sagen, bei Detektiv Pikachu hat mir das sehr gut gefallen. Ich muss auch sagen, ich war mit einem Kumpel da, das Kino war auf jeden Fall ausverkauft. Und es war nicht der erste Tag, wo es halt gelauncht ist, das war halt der, keine Ahnung, dritte oder vierte Tag, als das draußen war, weil mein Kumpel davor noch keine Zeit hatte, was sehr doof ist, aber okay. Musste ich den halt drei Tage später gucken. Genau, und da waren eigentlich nur erwachsene Leute. Also wirklich so Mitte 20, würde ich sagen. Die meisten waren so Mitte 20. Heißt, alle, die so mit den ersten Pokémon-Spielen auch aufgewachsen sind, denke ich mal. Ist ja so, ja, in den 90ern irgendwann rausgekommen. Ich glaube 1995 oder sowas kam das erste Spiel in Deutschland raus. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Kann auch 99 oder so gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die gelbe Edition kam 99 oder sowas. Aber ich erzähle sowieso nur Blödsinn. Ja, aber so 90%, denke ich mal. Ja, doch. So 80-90%. Also eher 90. Waren tatsächlich so Mitte 20 und sehr, sehr wenig Kinder. Und die Kinder, die da waren, die haben auch nicht rumgenervt. Also, keine Ahnung. Ich hab so das Gefühl, die Kinder, die Pokémon mögen, die sind cooler drauf als die anderen Kinder, die immer nur COD und so spielen. Weiß ich auch nicht. Das kann aber auch nur da jetzt im Kino so gewesen sein. Die haben auf jeden Fall nicht die ganze Zeit rumgeschrien, guck mal da, das ist Pikachu, so süß oder so. Da hatte ich Angst vor, dass das passiert, aber haben sie nicht gemacht. Aber die konnten garantiert mehr Pokémon benennen als ich. Obwohl ich sagen muss, es waren mehr Pokémon aus den ersten Generationen dabei. Ich hätte das eigentlich aufnehmen müssen hier, aber egal. Ja, mehr von der ersten Generation, aber trotzdem konnte ich davon auch noch sehr viele benennen, aber nicht alle. Nicht alle. Ich kannte ein paar vom Aussehen her, aber mit den Namen tue ich mich sowieso schwer seit der fünften Generation oder so. Da waren ganz komische Sachen dabei. Ich weiß nicht, das ist schon ein Spoiler zu sagen, ein Pokémon, das dabei war. Es gab so komische Pilze. So Pilz-Pokémon, die habe ich wirklich noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie die heißen. Keine Ahnung, was die machen. Dementsprechend kannte ich auch die Lore nicht. Aber sonst war der Film echt schön. Also, ja. Ich fand's gut. Die Story ist ein bisschen lame gewesen, muss ich sagen. Hatte nicht viel mit Detektivsein zu tun. Detektiv Pikachu war super süß umgesetzt. Die ganzen Pokémon allgemein waren sehr... Nein, die waren nicht jeder knuffig, aber sie waren gut eingefügt in die Welt. Da auch ein kleiner Fun-Fact von meiner Seite. Guck mal, das 7er-Ding nehmen wir auf jeden Fall mit. Das laggt hier gerade ein bisschen. Passt schon. Fun-Fact. Die haben den Film mit einer Filmrolle aufgenommen. Also so ganz alt, nicht digital. Wenn ihr wisst, was ich meine. Mit diesen alten Filmgeräten, die dann auch so rattern. So, wenn die aufnehmen. Hat der Ryan Reynolds gesagt in einem Interview. Haben die das so aufgenommen. Und das haben die gemacht. Das merkt man auch. Wenn man genau im Film hinguckt, dann sieht man, dass der Film so ein bisschen grisselig ist. Und das liegt halt daran, wie sie es aufgenommen haben. Und das haben die gemacht, damit diese Pokémon, die ja nun mal cartoon-mäßig drauf sind, dass wenn man die einfügt, dass die dann nicht so herausstechen. Also dass man die einfach besser einfügen kann in den Film. Und das haben sie wirklich richtig cool hinbekommen. Also, ja. Ich habe denen das abgekauft, dass die Pokémon da in der echten Welt sind. Haben die gut hinbekommen. An einigen Stellen hat man gemerkt, dass der schwarze Schauspieler da, keine Ahnung wie der heißt, dass er da ja mit nichts vor sich quasi hantieren musste. Da hat das ein bisschen nicht hingehauen, wie er reagiert hat und wie Pikachu dazu seine Moves gemacht hat. Aber sonst... Ja, sehr schön. Allgemein ist der Detektiv Pikachu-Film beim ersten Gucken auf jeden Fall die ganze Zeit nur so ein Suchfilm. So ein Wimmelbild-Suchfilm. Wo sind die Pokémon? Man guckt die ganze Zeit in den Hintergrund, wo irgendwelche Anspielungen auf andere Pokémon sind oder wo komische Pokémon rumlungern. Also ich hab gar nicht so sehr auf den Vordergrund geachtet. Im Hintergrund war viel mehr los. Da war dann überall Pokémon bei den anderen Trainern und Leuten und einige Darsteller, die dann die Straße gesäubert oder sowas haben. Die hatten dann einen Pikachu
Suit an und sowas. Das fand ich viel witziger. Oder es gab auch einige Gebäude, wo dann Pokémon-relevante... Oh, eigentlich war ein Damage-Up, sehr schön. Wo Pokémon-relevante Sachen dran waren. Das war alles sehr, sehr schön. Ein schönes Wimmelbild. Also ich war die ganze Zeit nur am Suchen. Also rein cineastisch gesehen, vom Look and Feel her, hat mir der Film auf jeden Fall sehr gefallen. Story war so lala, hatte nicht viel mit Detektivsein zu tun, wie gesagt. Weil, ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt viel sagen kann, ohne zu spoilern. Aber ich sag mal so, die Clues, auf die gekommen sind, mehr oder weniger, die sind denen zugeflogen. Also die mussten nicht wirklich selber irgendwie Detektivarbeit leisten. Also wer da einen super Detektivfilm erwartet, wo die selber kniffeln müssen und krasse Plot-Twists dabei sind und so, das ist dieser Film nicht. Kann ich aber auch verstehen, weil es nun mal ein Kinderfilm ist. Und ich glaube, so die kleineren Kinder, die würden da gar nicht so mitkommen, wenn das jetzt ein Detektivfilm à la Sherlock Holmes. Ja, ich weiß nicht, Sherlock Holmes kommt man wahrscheinlich schon noch mit. Aber ja, wenn das zu kompliziert wird, dann würden da wahrscheinlich viele Kinder nicht mitkommen. Und die haben ja den Film so kreiert, dass er auch für alle Altersklassen irgendwie ist. Und so ist das dann halt, für Kleinere ist das bestimmt eine nette Story. Für etwas Ältere, so wie ich es bin, ein alter Sack bin ich. Ja, ist die Story vielleicht nicht ganz so viel, aber die haben dann wenigstens im Hintergrund die ganze Zeit die Pokémon zu suchen und sowas. Und so schlecht ist die Story jetzt auch nicht, kann man nicht sagen. Aber da habe ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Auch wenn ich sagen muss, ich fand den Plot-Twist nicht so kacke. Also die ja, Story an sich war halt ein bisschen lame. Und anscheinend auch sehr straightforward. Also wenn man ein bisschen nachdenkt, dann könnte man da auf viele Sachen kommen, meinte zumindest mein Kumpel. Ich muss sagen, ich habe halt überhaupt nicht nachgedacht. Ich bin jemand, der bei Filme gucken einfach den Kopf ausschaltet und die ganze Zeit sich freut. Oh toll, da steht mein Pokémon und oh, sieht das alles toll aus und wow! Und nicht so in den Hintergedanken habe, ist das jetzt logisch? Bla 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 bla. Oder was kann als nächstes passieren? Sondern ich genieße einfach und freue mich dann, wenn da Sachen passieren. Von daher waren mir einige Plot-Twists nicht so ins Auge gesprungen wie ihm. Ja, am Ende ist halt was passiert und da hatte er mir auch schon vorher gesagt, wieso, ja, ich will jetzt nicht spoilern. Oder da ist eine Sache passiert am Ende mit Pokémon und Menschen. Hier war ein blauer Stein, ich bin so dumm. Und da meinte er schon, hä, ist ja voll unlogisch, müsste das nicht so und so passieren? Das können wir einfach mal einsaugen. Und so hat sich das dann auch am Ende bewahrheitet. Also der hat sich das schon von Anfang an gedacht, aber für mich war das alles ganz neu. Und am Ende gab es auch noch eine Szene... Ach Gott, ohne zu spoilern ist das schwer. Es gab noch eine Kampfszene, die vielleicht auch ein bisschen plottig ist. Die Leute, die den Film gesehen haben, wissen bestimmt, was ich meine. Und da wäre ich auch nicht so drauf gekommen. Aber mein Kumpel meinte, ja, war ja alles logisch. Ich wusste schon, dass da irgendwie sowas passieren wird bei der Kampfszene, bla bla bla. Dass der das ist, bliblablub. Ich fand das alles ganz nett. Ich fand das schön. Also ich habe wirklich nur was zu meckern an der Story an sich. Storytelling auch nicht so. Weiß ich nicht. Es ist schwer zu beschreiben, aber irgendwie hat mir da was gefehlt. Ich fand halt, wenn die das schon Detektiv Pikachu nennen, hätten sie auch mehr Detektiv sein da reinbringen sollen. Und Pikachu, also der Detektiv Pikachu, hatte jetzt auch nicht so krasse Auswirkungen auf den Storyverlauf. Also aus meiner Sicht. Und ohne diese Pokémon, die man die ganze Zeit suchen könnte, wäre der Film wahrscheinlich auch nicht so gut, muss ich sagen. Aber ich würde ihm trotzdem eine 7 von 10 geben, eine gute 7 von 10. Und damit kann der Film, glaube ich, gut leben. Nehme ich Bomben mit? Ich glaube nicht. Huch, haben wir nicht schon getötet hier? Hä? Sind wir teleportet worden? Jetzt bin ich verwirrt. Wir sollten auch ab und zu mal unser Void einsetzen, weil wir dann jedes Mal wieder... Oh Gott, verliere ich hier wieder Leben. Jedes Mal ein blaues Herz bekommen. Okay, mit 2 Leben zum Bosswasch zu gehen, ist natürlich nicht so cool. Wissen wir schon, wo irgendwer ist? Nee, ne? Aber ja, gerne angucken. Pikachu, sehr süß. Ach, Mann. Keine Ahnung, ich will den auch auf jeden Fall noch mal gucken. Detektiv Pikachu, Leute. Ja, also ich bin zufrieden mit dem Film gewesen. Ihr könnt mir ja mal sagen, wenn ihr den Film schon geguckt habt, wie ihr den fandet. Und wie ihr den bewerten würdet. Ich nehme da immer meine 1 bis 10... Liste, oh Gott. Und ich, wie gesagt, eine 7 von 10. 10 ist immer das Beste. Oh shit. Mir geht's gar nicht gut. Ich glaube, wir müssen in den Shop. Ich glaube sehr, wir müssen in den Shop.
Ich setze jetzt auch mal das Ding hier ein, sonst sterbe ich hier gleich noch. Oh mein Gooshness. Was noch? Okay, wir können es nochmal einsetzen. Die Sache ist halt auch, wenn wir volle... wenn unser Spacefire-Item voll ist, dann haben wir mehr Damage. Da müssen wir auch drauf achten. Dann nehmen wir mit. Den Rest... Man kann den nicht einsaugen, wenn man den kaufen soll, ne? Ich glaube nicht. Da kann auch nicht der Geheimraum sein. Also gehen wir einfach zum Boss. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Weil wir ja zum Boss-Wash wollen. Alles stressig hier. Genau, wie ihr den bewertet würdet. Auch... Ihr könnt mir auch gerne sagen, wie ihr die Story erstmal findet. Also Story bewerten und dann, wie ihr das cineastisch fandet. Also ich muss sagen, Story 5 von 10. Look and Feel 9 von 10 und zusammen ergibt das dann halt 7 von 10 irgendwie. Ja, das ist bestimmt ganz gut. Kann aber von mir aus auch gerne noch ein zweiter Pokémon-Teil rauskommen. Sehr, sehr gerne. Sehr schön. Und vor allem... Oh, ein zweiter Ball of Me. Bandages. Sehr nett. Jetzt, wo wir Drachenzähm leicht gemacht 3 mich so enttäuscht hat... Finde ich das ganz nett, dass Detektiv Pikachu da wenigstens wieder etwas gut gemacht hat bei den Animationsfilmen, die ich so gucke. Und ihr wisst bestimmt, ich mag Animationsfilme sehr, sehr gerne. Da fühle ich immer mit und alles toll. Animationsfilme kann man sehr gut Gefühle rüberbringen, finde ich. Also die catchen mich auf jeden Fall mehr als Real-Life-Filme. Zwar jetzt eine Mischung aus beiden, ja, aber... Plupp. Ach ja, was noch? Ich hab, Forager ist jetzt durch, da suche ich neue Spiele. Wenn ihr da Tipps und Ideen habt, auch gerne sagen. Zum Beispiel hatte, ich habe den Namen leider vergessen, ich glaube Smiley hatte mir jetzt schon was von Towers erzählt. Das sieht richtig interessant aus, da hat er mir einen Trailer zugeschickt. So eine Mischung aus, Shadow of the Colossus und Zelda Breath of the Wild und so, aber ein Multiplayer, vielleicht noch ein bisschen Ark mit drin. Mit Crafting und... Städte aufbauen und Survival-Adventure-Krams. Auf jeden Fall sehr interessant aus. Da nochmal danke. Da bleibe ich auch auf dem Trichter, ob es da irgendwann neue News gibt. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, welche Spiele ich noch spielen könnte, dann immer her damit. Am besten keine Spiele irgendwie mit krasser Story, weil ich bin nicht so der Story-Let's Player. Keine Ahnung. Ach ja, und bald kommt ja dann auch Mario Maker 2 raus, da freue ich mich drauf. Das wird, glaube ich, auch ein Endlos-Projekt, hoffentlich. Mal gucken, wie es ankommt oder wie lange es mir Spaß macht. Wenn, also an sich hat das ja sehr viel Potenzial, weil einfach immer wieder neue Level dazukommen. Da freue ich mich auch bei Forager drauf. Da soll ja auch noch die Möglichkeit kommen, dass... Wo geht's hier lang? Ich muss schnell zum Boss. Dass die Community ein paar Level macht. Kein Herz? Das ist ein bisschen sad. Hier will ich gar nicht drinne sein. Dann werde ich da auf jeden Fall auch nochmal reingucken, wenn da neue Biome... ne, Nikoru? Nicht die binomischen Formen, sondern Biome. Biome, sprich mir nach. wenn die da irgendwie reinkommen. Ich habe auch gesehen, bei Super Smash Bros. Gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man selber seine Maps herstellen kann. Also seine Stages da, wo man dann drinnen kämpft. Hatte ich mir auch überlegt, ob ich da dann vielleicht nochmal reingucke und mir die Kreation aus der Community angucke. Das sollte eigentlich jedes Spiel haben, oder? Die Möglichkeit, das Spiel zu verändern. Und sei es nur ein Level-Editor oder sowas. Das muss aber doch irgendwie jedes Spiel haben. Das macht ein Spiel so viel krass geiler. Die Möglichkeit, das zu modden. Weiß ich nicht. Find ich cool. So, wir haben leider keine Bomben mehr. Das ist blöd, aber wir kriegen 2 Herzchen. Dann überleben wir vielleicht sogar den Boss-Wash, wenn wir bis dahin denn schnell genug kommen. Ich fände auf jeden Fall toll, wenn wir mal wieder irgendwas freischalten könnten. Weil der blöde... Hilfe. Der blöde Keeper ist uns ja in letzter Zeit nicht so wohl gesonnen gewesen, dass wir da irgendwas freischalten hätte tun können. Okay, nehmen wir auch mal mit. Ein schöner Schild jedes Mal, wenn wir das einsetzen. Das ist doch nett. Wie stark sind wir eigentlich? Wir haben einen 6er Schaden. Echt? Schon so hoch? Hätte ich nicht erwartet. Ach ja, ansonsten noch ganz viele andere Spiele, die ich irgendwie gekriegt habe, aber irgendwie keine Motivation zu haben. Achso, da auch noch eine Sache. In letzter Zeit kamen die Videos nicht so frequentiert. Hallo, what? Nein, was? Wir sind noch eine Etage unten drunter. Oh, da kriegen wir, glaube ich, den Boss wahrscheinlich nicht hin. Ich dachte, wir wären hier schon bei Mom. Oh, nö, da müssen wir richtig schnell gleich sein.
Okay, warte, dann lass mal hier Ball of Bandages ein bisschen einsetzen, um ein bisschen schneller hier zu sein. Das geht ja so nicht. Ups, nochmal Schaden. Dritter Ball of Bandages, oh, mega nice. Nee, ist mir zu teuer. Ah, da kriegen wir das nicht hin, glaube ich. Auf jeden Fall kommt zu wenig und ich bin auch sehr erschöpft, weil das ganze Haus wird irgendwie... Oh, was sind das denn für blöde Räume hier? Das ganze Haus wird aufgeräumt, sag ich mal. Und da wird auch sehr viel rumgeschleppt. Fühlt sich schon fast an, als wenn wir hier einen Umzug machen im eigenen Haus. Und das ist alles sehr anstrengend. Ich muss immer mithelfen den ganzen Tag. Und das machen wir jetzt irgendwie schon eine Woche. Und ja, sehr anstrengend, weil wir so viel Müll irgendwie im Haus haben. Voll der Messi-Haushalt hier. Ganz ohne Witz. Aber ich finde gut, dass meine Eltern da endlich mal ein bisschen sauber machen. Und ich helfe da dann halt auch gerne mit. Und ja, deswegen kommt in letzter Zeit nicht so... so frequentiert meine Videos, wie ihr das vielleicht gewohnt seid. So als kleine Ausrede. Aber ist bald vorbei, Leute. Wir haben uns sogar eine Garage, die irgendwie ein paar, so ein Kilometer weg ist, gemietet, damit da ganz viel Müll reingehen kann. Für Stuff, der schon irgendwie Sperrmüll ist, aber irgendwie zu schade, um den wegzuwerfen. Also wirklich zu schade. Wir schmeißen schon voll viel weg, aber da gibt halt trotzdem so Stuff, den man trotzdem nicht wegschmeißen sollte, weil er... halt viel wert ist, keine Ahnung, so eine Kommode und sowas zum Beispiel. So eine schöne Glaskommode. Au. Ja, und das ist sehr anstrengend, so viel zu schleppen hier. Okay, ich glaube, wir kriegen das nicht hin. Selbst wenn wir jetzt Mom finden, in den nächsten 5 Sekunden, kriegen wir sie trotzdem nicht in 10 Sekunden platt. Ach Mann! Wieder so knapp, aber kein Bosswasch für uns. Ich dachte, wir wären eben schon in der letzten Ebene. Das ist doch richtig kacke. Nee. Na toll, dann hätte ich mich doch ein bisschen mehr beeilt. Dann wäre ich auch gegen Leute einfach gegengeknallt mit meinem Bandage Girl hier. Aber hey, wir haben eine Bandage Girl. Die macht wenigstens viel Damage. Dann ist unser nächstes Ziel auf jeden Fall The Lamp. Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Müssen wir aber gleich das Negativ mitnehmen. Ich hoffe, ich nehme nicht das andere Ding mit, weil sonst ist dieser Mann wieder total bescheuert. Ist er jetzt schon? Ah, dammit, ich muss dann auf jeden Fall irgendwann nochmal... wie heißt der? Apollyon spielen. Apollyon! Wird er eigentlich so ausgesprochen oder heißt er Apollyon? Wird er so französisch ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Klingt auf jeden Fall cooler. Apollyon. Ein bisschen wie Napoleon. Aber Apollyon. Ganz nett. Wo wir gerade von Kriegstreibern der Antike sprechen. Ist Napoleon Antike? Ich... keine Ahnung. Geschichte ist nicht mein Fach. Habt ihr GOT geguckt, Leute? Alle Folgen? Nein, ich werde nicht spoilern. Keine Sorge. Ich schon, jede Folge, alle Staffeln, alles Mögliche. Und ich bin sehr enttäuscht. Ab Folge 4 bin ich sehr enttäuscht. Ich werde nichts sagen, aber da kamen so Szenen ab der zweiten Hälfte der vierten Folge. Dritte Folge fand ich übrigens mega. Mega gut. Aber vierte Folge ab der Hälfte. Da waren so ein paar Szenen, wo ich dachte. Das träumt doch jetzt nur irgendjemand die ganze Zeit, oder? Gleich ist der Albtraum vorbei, er wacht auf und alles ist wieder so, wie es vorher war. Aber nope, es ist alles wirklich passiert und richtig dumm passiert. Das wirkte wirklich alles so unecht, was da passiert ist in der zweiten Hälfte. Dass ich mir nur dachte, nee, komm. Das muss doch ein Albtraum von irgendjemandem sein. Aber das war nicht mal cool gemacht. Das war einfach nur lächerlich. Und von da an, wir nehmen das negativ mit... Und da an geht die Serie auch irgendwie runter. Keine Ahnung, die fünfte Folge jetzt. Fand ich auch nicht so geil, die ja jetzt am Montag rauskam. Weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht. Also die fünfte war schon besser als die vierte. Die vierte war wirklich mega kacke. Aber in der fünften Folge gab es auch einige Sachen, die ich nicht toll fand. Aber ich werde auch gar nicht viel mehr zu sagen. Aber irgendwo muss man ja seinen Frust rauslassen. Ich glaube, das sind auch die beiden einzigen Folgen bei IMDM, die jetzt eine 6er-Wertung bekommen haben. Und ich glaube, keine einzige Folge von Game of Thrones der letzten Staffeln. Ist das? Das ist nicht so gut, ne? Hat uns das jetzt einfach nur verschlechtert? Keine Ahnung. Ja, genau. Die einzigen Folgen mit einer 6er-Wertung. Ich glaube, keine einzige Folge seit ja, Staffel 1 hatte so schlechte Kritik da bekommen. Weiß ich nicht. Da sind so einige Sachen. Die bauen ihre Charaktere dreidimensional auf, was mega geil war immer an Game of Thrones. Man konnte immer mitfühlen, warum die das gemacht haben. Man hat Sympathie für die
Leute entwickelt. Auch wenn einige gestorben sind, hat man das verstanden. Aber jetzt irgendwie in der 8. Staffel, da werden die alle so generisch abgehandelt, die ganzen Storystränge. Das hätte man so viel besser machen können, das ist echt sad. Bauen über 8 Staffeln die ganze Zeit ihre Charaktere auf. Nur um die dann so generisch halt abzuhandeln, das haben die nicht verdient. Obwohl ich sagen muss, in der 5. Episode jetzt, da gab es zumindest einen Charakter, der meiner Meinung nach würdevoll, wo der Storystrang würdevoll abgeschlossen ist und auch so, dass man das nachvollziehen kann. Aber auch ganz viel komisches Kram, Leute. Ganz viel komisches Kram. Aber ich sag jetzt auch nicht mehr zu. Nee. Was habe ich sonst geguckt? Ich habe noch My Hero Academia, was ja auch schon voll alt irgendwie ist, Staffel 1 geguckt. Ich sagen, gefällt mir auch sehr gut. My Hero Academia, aber die ersten Folgen waren ein bisschen komisch. Da haben die sehr auf Mitgefühl irgendwie gepocht. Aber die zweite Hälfte der ersten Staffel fand ich sehr gut. Und ja, ich gucke den auf Deutsch. Und ja, ich gucke den bei Netflix, weil ich zu faul bin, Animes auf Japanisch zu gucken, weil man die ganze Zeit lesen muss und lesen ist anstrengend. Wenn ich was gucke, dann möchte ich ja das gechillt gucken und nicht die ganze Zeit lesen müssen. Und lesen ist anstrengend, Leute. Und wenn man lesen muss, währenddessen man noch dann gucken muss, was im Anime passiert. Obwohl ich ein bisschen Japanisch kann, so ist nicht. Aber jetzt auch nicht so gut, dass ich eine ganze Folge einfach gucken kann. Vor allem, wenn die da halt so schnell sprechen, dann, keine Ahnung, das ist auch anstrengend. Japanisch zu verstehen, also Anime-Japanisch zu verstehen, ist für mich noch relativ anstrengend. Deswegen lieber in Deutsch, aber habe ich halt auch den Nachteil, dass da jetzt bisher nur die erste Staffel bei Netflix kam. Ich weiß gar nicht, ob es die zweite Staffel schon irgendwie auf Deutsch überhaupt gibt oder ob sie jetzt nur noch nicht bei Netflix ist, dass die noch nicht die Rechte gekauft haben. Aber ich denke mir mal, früher oder später werden sie auch die zweite Staffel da noch holen. Weil Netflix ist ja auch nicht dumm, ne? Die wissen ja, dass My Hero Academia auf jeden Fall irgendwie gehypt worden ist. Und auch, ja, halt ein schöner Anime ist. Und da wären sie ja schön blöd, wenn die nur die erste Staffel da mitnehmen. Habe ich mich sowieso gefragt, was hat Netflix denn davon, wenn sie da die ganzen Staffeln holen? Also an sich, klar, die machen das, damit man dran bleibt bei Netflix. Und deswegen holen sie immer wieder neue Serien, die man dann da gucken kann. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei Maxdon und sowas, ne? Die holen sich einfach nur die Serien, die keiner sehen will. Und sagen dann, ja, wir haben doch hier ganz viel Angebot. Und ruhen sich dann darauf aus. Aber Netflix ist so, die denken auch an den Konsumenten. Also, das ist auch wieder schwer zu erklären. Ich glaube, mein Punkt ist nicht klar geworden. Aber ich habe mir irgendwie überlegt, die müssten das ja gar nicht machen. Wenn man da Abonnent ist, dann kündigt man sowieso erstmal nicht. Wieso habe ich den Beutel hier gelassen? Und daher könnten die einfach immer die erste Staffel von irgendwas dahin packen und dann sagen sie, ja, hier, hast du doch. Aber irgendwie, Netflix ist cooler. Weiß ich nicht, was ich damit sagen will. Ja, ihr versteht das schon, oder? Nee? Na gut, dann nicht. Auch egal. Ah. So. Hier gibt's keine goldenen Räume mehr, ne? Nee, ich glaube nicht. Hallo, Mr. Fried. Was geht? Mr. Fried, was geht? Rap mal dein Lazy up. Ja, ja. Ansonsten habe ich mir Lightstrips geholt. Diese Philips Hue Lightstrips. Ich habe euch das ja schon mal irgendwann erzählt, vor 2 Monaten oder sowas, dass ich mir die kaufen will. Jetzt gab es endlich mal wieder ein Angebot bei Mediamarkt, dass man so ein Lightstrip 2 Meter bekommt, inklusive 1 Meter Verlängerung. Für gerade über 60 Euro, das finde ich, ist ein gutes Angebot, weil normalerweise ohne die Verlängerung kostet das sonst schon 70 Euro. Und dann die Verlängerung nochmal 20 oder sowas. Jetzt habe ich beides für 60 bekommen, Leute. Richtig gut. Habe ich jetzt auch endlich mal installiert. Und jetzt leuchtet das hinter meinem Desktop so richtig schön auf. Das finde ich toll. In meinem Zimmer, ich hatte ja auch diese Huey Lights in meinem Zimmer schon. Huey von Babylon. Wir haben sowieso eine blaue Herzen, deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Sollten wir? Ja, sollten wir jetzt sein hier. Und das nehmen wir so mit. Schön. Ja, in meinem Zimmer habe ich ja sowieso schon diese Huey Lights, die sind schon cool, die richten es immer nach dem, was jetzt hier im Spiel passiert. Das finde ich schon mega nice. Und jetzt habe ich auch diese Hue Strips an meinem Desktop dran und die habe ich dann immer in der Komplementärfarbe dran. Heißt, wenn in mein Zimmer das so ein bisschen, also ich habe in meinem Zimmer gerne dieses Tokyo-Sequenz an, die ist so ein bisschen bläulich-rot. Naja, vielleicht so ein bisschen lila-mäßig. Und als Komplementär habe ich jetzt hinter meinem Bildschirm oder hinter meinem
Schreibtisch so ein schönes Türkis. Und ich mag Türkis ja sowieso richtig gern. Türkis ist meine Lieblingsfarbe. Das ist ein richtig schöner Kontrast. Aber ich kann das auch, wie gesagt, anpassen, je nachdem, wie das auf meinem Bildschirm aussieht oder welche Musik ich höre. Und mit Osu ist das auch richtig witzig, wenn da dann immer was rumwobbelt. Ist auf jeden Fall super hübsch. Bereue ich nicht, auch wenn diese Hue-Dinger einfach viel zu überteuert sind jetzt, ohne Witz. Tut mir auch weh in meiner Brieftasche. Tatsächlich. Aua, aua. Ich mit meinem armen Studentenlohn kann mir das eigentlich gar nicht leisten, aber ich mach's trotzdem immer wieder, weil ich ein Vollidiot bin. Ja, ja, das bin ich. Hallo. Ich hab gar kein Geld für so einen Scheiß. Aber egal, man gönnt sich ja sonst nichts, nicht wahr? Das war ein Monat Rasenmähen quasi für mich. Sogar noch. Ja, doch, ein Monat. Ja, Leute, ich krieg 15 Euro pro Woche fürs Rasenmähen. Und ihr so, das ist eigentlich meine einzige Einnahmequelle gerade irgendwie. Ich hoffe ja immer noch, dass ich irgendwann mal nochmal meine 50 Cent mit YouTube verdiene im Monat. Da wäre ich richtig stolz drauf. Aber das dauert noch ein bisschen, weil ich ein bisschen zu wenig Wiedergabezeit habe. Ja, der braucht mir ja seine 4000 Wiedergabestunden. Ich bin jetzt bei ungefähr 3200 oder so. Bin also bald da, die Prozente steigen. Aber dauert trotzdem noch ein bisschen. Ich hoffe mal, bis zum Sommer wird das hinhauen. Das wäre toll. So. Dann baller ich euch zu mit Werbung. Ja, ja, freut euch schon mal drauf. Jetzt könnt ihr noch die Zeit genießen ohne Werbung. Aber bald kommt eine Zeit voller Werbung auf euch zu. Ich warne euch schon mal vor. So, aber dauert noch. Dann seht ihr, sobald Werbung von meinen Videos kommt, seht ihr, aha, jetzt ist er Partner, jetzt ist er wieder abgehoben. Alles klar. Und dann könnt ihr mich auch endlich wieder deabonnieren. So, hallo, wieso seid ihr so stark? Au, ist ja so klar, dass er mich nochmal trifft. Kommt jetzt mit das ein, kriegen wir auf jeden Fall ein Herzchen. Aber wir haben gar nicht so viele Herzen, sehe ich gerade. Wir sollten vielleicht ein bisschen haushalten mit unseren Herzileinchen. Wir sollten auch eigentlich den Napoleon immer, hier, The Void einsetzen. Beim Boss, damit wir da auf jeden Fall kein Leben verlieren, dann würden wir jedes Mal ein blaues Herz bekommen. Und, wir haben sogar so eine Batterie. Warte. Ach, wir haben dieses Ladekabel. Das immer, shit. Das immer macht, dass unser Spacebar-Item schneller voll ist. Ja komm, setzen wir das einfach ein. Dann können wir hier nämlich auch immer an die Gegner ran und sie mit unserer coolen Fliege umbringen. Hallo? Lebt noch irgendwas? Hallo, wo bist du? Da bist du. Ach, Mann. Ich habe keine Leben mehr. Wie soll ich denn ohne Leben überleben? Das geht doch gar nicht. Hast du dir das mal überlegt, wie das gehen soll? Und wo ist der Bus? Ist der vielleicht hier? Oh Gott. Hier, Bandage Girl, fress ihn auf. Nom, nom, nom. Ja, so gut gemacht. Ja, mega gut alles hier. The Empress ist ganz nett. The Empress hat er nur stärker gemacht, oder? Hier werden wir auf jeden Fall spielen. Ich werde das allerdings überspringen, was wir hier bekommen. Also, bis gleich. Gut, also ganz viel nix bekommen. Ein halbes blaues Herz hatte ich bekommen. Für all mein Geld ein halbes blaues Herz. Aber ich bin dann eben am Ende nochmal gegen eine Fliege gegengelaufen. Also haben wir insgesamt ein halbes blaues Herz verloren. Und ganz viel Geld in diesem Raum. Das ist sehr blöd. Oh, eine Karte. Lass mal gucken. Wir haben sowieso unendlich Bomben. Wir sollten auf jeden Fall den Geheimraum suchen. Get out of jail free card, ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Wir könnten ein paar Mal über die Stacheln rüberlaufen, in der Hoffnung, dass da dann irgendwann blaue Herzen rauskommen. Kann man über die Stacheln rüberlaufen, während man ein Schutzschild hat? Geht das? Würde ich gerne ausprobieren, weil man verliert ja dann keine Leben. Dann würde ich das gleich nochmal machen, sobald unser The Void einmal voll ist. Also ein Versuch ist es wert. Würde ich auf jeden Fall einmal ausprobieren wollen, weil 4 Leben sind jetzt nicht so viel, um damit irgendwie gegen The Lamp anzutreten. So, haben wir irgendwas? Irgendwas? Hallo? Irgendwas? Nein? Nix? Okay, dann nicht. Den haben wir hier eigentlich. Das müsste mit Liv sein, ja. Setzen wir mal The Empress ein, um ein bisschen stärker zu sein. So, dann sollte der auf jeden Fall keine Probleme darstellen. Aber wann war Idlis schon mal ein Problem? Vor allem, guck mal, wir haben auch einfach unser Bandage Girl, der den auch einfach anknabbert. Knabber ihn an und fress ihn auf. Ja, ich liebe auffressende Sachen. So, oh Gott, nein, das war uncool. Wieso machst du dieses? Mach nicht diese, Junge, mach nicht diese. Wir müssen auf jeden Fall auch nach unten gehen, das ist lame. Wir müssen zum Satan gehen, damit wir zu The Lamb kommen, damit wir überhaupt irgendwas reinschalten. Jetzt schauen wir mal. Wir nehmen. Cool, weiß ich nicht.
Boah, beides nicht so geil, oder? Macht Get Out of Jail. Warte. Macht das, dass man einen Devil Deal bekommt oder so? Ich weiß es halt nicht. So, wir probieren jetzt mal aus. Nope, wir verlieren keine Leben, deswegen können wir da auch nicht rüber. Okidoki, wissen wir das auch. Schön. Schade. Vor allem. Vor allem ist das schade. So, warte. Ist hier vielleicht ein Geheimraum? Nö. Vielleicht ein weiter oben? So ein, nee. Dann müssen wir da kämpfen und kämpfen ist anstrengend. Ich will das alles nicht. Okay, es hätte irgendwas geöffnet, aber anscheinend nichts hier. Ich hätte gedacht, dass das... Mann, was mache ich denn jetzt? Fuck. Ich hätte gedacht, dass das vielleicht nochmal den Angel oder Devil Deal aufmacht, aber nope. Hat's einfach nicht. Das ist voll sad. Machst du nix. Ist halt so. Meh. Finde ich nicht gut. Hätte das den Devil Deal aufgemacht, dann wäre cool. Naja, dann zum Satan. Ja, Satan ist auch so eine Sache, ne? Aber, vier Leben ist nicht viel. Ist nicht viel, ist nicht viel. Puh, die Flies, nice. Schon unsere zweite. Wir sind aber immer noch nicht der Duke of Flies, leider. Wir haben auf jeden Fall eine sehr gute Chance auf einen Geheimraum und zwei Herzchen. Oh, nett von dir, liebes Spiel. Gerade, was ist hier los? Was ist hier los? Das ist ja voll der böse Raum. Gerade wenn man Leben braucht, gibt es das Spiel ein Leben. Das kenne ich so eigentlich nicht vom Spiel, aber danke dafür. Ach ja, wieder Leben. Unser einziges Problem, das wir gerade haben. Somehow. Ich finde es cool, dass wir das Bandage Girl haben. Eine Batterie, die werden wir gleich mitnehmen. Dafür, dass wir dann zwei... Sortieren die eigentlich? Dann haben wir nämlich zwei... Mann, lass mich alle in Ruhe. Was soll das denn hier? Jetzt habe ich wieder zwei Leben verloren. Damit wir zwei Herzen bekommen. Ihr seid schnell, aber ich verliere trotzdem den Leben. Ja, geil, das gefällt mir richtig gut. Das Ding könnten wir eigentlich mitnehmen, aber ist blöd. Das wird, glaube ich, machen, dass keine Spacebar-Items mehr kommen. Hä? Ach, fuck you. Oh nein. Ich muss mich rausfuhlen. Lol, ich habe nicht mal gesehen, dass das ein Stachelraum ist. Oh, super dumm. Okay, komm. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich verliere hier, Leute. Mit zwei Leben schaffe ich vor allem den Mega-Satan, den Satan nicht. Uh-oh. In das mal mit den Worten von ICQ zu sagen. Oh, shit. Ey, ich habe ein Leben dazu bekommen. Warum? Was habe ich für ein Zeug, das mir ein blaues Leben gibt, wenn ich ein Leben verliere? Okay, sehr strange. Egal, ich nehme es mal an. Oder hat es mir gar kein Leben dazu gegeben, sondern... Oh mein Gott. Und ich habe das einfach so bekommen. Ein blauer Stein. Ja, nice. Gib mir irgendwas Tolles. Okay, macht uns langsamer, aber unsere Geschwindigkeit ist hoch genug. Das heißt, wir können das verkraften. Bitte gib mir ein blaues Herz. No. No, ich brauche nur blaue Herzen. Die Dinge hasse ich auch. Wie die... Lol, wie die Pest. Genau deswegen. Shit. Ein Hit und ich bin tot. Bandage Girl, kannst du ihn einfach auffressen? Danke. Blaues Herz. Das ist... ich muss es mitnehmen und sofort einsetzen. Sonst sterbe ich. Ah, wie soll ich denn den Mega-Satan besiegen? Es geht doch irgendwie gar nicht. Vielleicht, wenn wir nach einem Geheimraum suchen? Irgendwo? Danke. Natürlich ist hier ein Gegner drin. Warum auch nicht? Kannst du mir eine Batterie geben? Eine Batterie fände ich toll. Ich brauche kein Geld. Ich brauche blaue Herzen oder eine Batterie. Ich fühle mich jetzt gerade hier nicht so toll, muss ich sagen. Fühle mich nicht so safe. Die sind auch eklig, wenn die in die Richtung von einem gucken. Ja, danke dafür den Damage. I love you too. Muss ich mitnehmen in der Hoffnung, oh Gott, dass da irgendwo blaue Herzen drin sind. Ich sehe schon kommen, dass einfach irgendwas auf mir drauf spawnt. Oh Gott. Wäre die hier runtergekommen und hätte zu mir gedasht, das wäre mein Tod gewesen. Oh, come on. Batterie wird bitte voll. Haben wir hier ein Drowsy. Ich habe Angst, dass irgendwas auf mir spawnt. Ja, super geil. Bad guess. Stirb bitte einfach. Einer muss sterben. Okay. Wenn einer tot ist, dann ist der zweite nicht so schwer. Die sind allerdings verlangsamt. Das irritiert richtig irgendwie.
Gott, okay. So, Void ist auf jeden Fall wieder voll. Also, wir haben auf jeden Fall 2 Leben. Kann da nicht mal bitte ein blaues Herz drin sein? Mit 2 Herzen würde ich mich auf jeden Fall sehr viel sicherer fühlen. Hier ist gar nichts. Hier auch nicht. Da waren wir schon. Da oben haben wir wieder ein Herz verloren. Richtig dumm. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Ja, da habe ich so gar keinen Bock drauf, auf diese Geister. Okay, dann haben wir schon mal 2 Herzen. Batterie? Nope. Ach, come on. Ich brauche eine Batterie. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was ich kommentieren soll, wenn ich solche Angst habe. Die Angst regiert die Welt. Health Up. Oh, 3 Health Ups hier. Nee, das waren eigentlich alles Health Downs? Ja, lull. Okay, wir machen jede Truhe einzeln auf. Oh, Gabi's Tail. Eventuell wären wir Gabi. Das wäre richtig toll. Blaue Herzen, sehr schön. Blaue Fliegen, ein paar Spinnen. Nein, ich will nirgendwo hin. Oh. Mom's Knife. Werde ich mitnehmen, damit wir Hure von Babylon wieder werden. Aber natürlich nehmen wir erst Missing Page mit und dann erst Mom's Knife. Wenn wir beides mitnehmen, mega gut. Okay, Mom's Knife. Das sieht doch schon mal nett aus. Das ist ein super geiler Raum hier. Muss man einfach so sagen. Okay, nur ein Gabi-Item. Das ist ein bisschen zäh, aber passt. Wir können uns noch ein Health abholen, wenn wir Bock drauf haben. Haben wir allerdings nicht. Weil wir dann... Hilfe? Ja. Danke dafür. Weil wir dann keine Hure von Babylon mehr sind und dadurch halt Damage und alles mögliche verlieren würden und auch Geschwindigkeit. Vor allem die Geschwindigkeit wäre das Blöde. Wenn wir die Hure von Babylon nicht mehr wären. Eine goldene Kiste. Aha. Dann komm doch einfach mal her. Kriegen wir das irgendwie geschmeidig hin? Shit. Ich krieg dir da nicht rüber geschubst. Moment. Kriegen wir das irgendwie geschickt hin? Ah. Nö. Ja, tschüss, tschüss Kiste, dann will ich dich doch nicht. Wieso können wir eigentlich immer noch nicht fliegen? Apropos Fliege, wir bräuchten nur noch eine Fliege, ein Fliegen-Item, dann wären wir Duke of Flies. Das wäre doch nochmal cool. Aber Mom's Knife ist eigentlich ein Instant-Win. Das habe ich schon mal gesagt und eigentlich, ich kann mit Mom's Knife nicht umgehen, Leute. Ihr wisst es, ich kann mit Mom's Knife wirklich nicht umgehen. Von daher, gut möglich, dass ich gleich einfach sterbe. Weil ich keinen Plan habe, wie ich damit umzugehen habe. Ich sehe es nur bei anderen, die sagen immer, ja, hier, Mom's Knife, Instant Win, wuhu. Und dann komme ich und sage, ja, ja, klar, Instant Win, ja, easy. Ich weiß auch, wie man mit Mom's Knife umgeht, ja, ja. Aber das ist eine Lüge. Ein Glück haben wir diesen... Das ist cool. Dieser Book of Shadows, sehr nett. Noch ein Dings hier. Cool. Sieht auf jeden Fall gut aus. 5 Herzen sollten lang, wenn wir mit den 5 Herzen dann auch zu Lamb kommen, dass wir den auch besiegen. Ach man, diese Folge wird schon wieder viel zu lang. Oh, ups. Ja, nee, danke. Die Herzen nehme ich gerne mit. Und zweites Gabi-Item. Hm, vielleicht werden wir sogar wirklich noch Gabi. Mit ein bisschen Glück. Fehlt ja nur noch eins. Und wir kriegen auf jeden Fall die ganze Zeit jetzt rote Kisten, oder? Ja, wir... Nee, es spawnen nur mehr rote Kisten, oder? Warte, Gabis Tail hat gemacht das mehr... Lol. Oh, lol. Einfach mal 3 Leben verlieren am selben Gegner. Geil, perfekto. Richtig dummer Schaden. Und das 3-mal. Gabis Tail hat nur gemacht, dass häufiger rote Kisten spawnen, oder? Nicht, dass ausschließlich rote Kisten spawnen. Ich glaub schon. Das ist auch ein sehr ekliger Raum, wenn man nicht fliegen kann. Holy shit, ist das ein ekliger Raum. Okay. Wie viel Leben der auch einfach hat. Nö, oder? Bringt uns halt nichts, weil wir keine Tränen haben. Ich glaube, das wäre gut, wenn wir Tränen hätten, aber haben wir halt nicht. Und der kann alles töten. Die Dinger finde ich so komisch immer noch. Mit ihren komischen Laserstrahlen hier. Voll Skyfy und so. Apropos Skyfy, was ist das denn? Das ist, glaube ich, ein Spacebar-Item. Will ich nicht. Das nehmen wir mit. Nochmal ein bisschen mehr Damage. Oh, ach ja, wir haben ja gar kein Schild mehr. Wieso denke ich die ganze Zeit, ich hätte ein Schild? Ih, nee. Und Pillen? Pillen sind ja per se nicht schlecht, gell? Kann ja auch was Gutes drin sein. Aber bisher hatten wir eigentlich nur gute Pillen, ne? Wir hatten noch keine so richtig schlechte. Na komm, wir nehmen es mal mit. Mal gucken, was es ist. Gib mal her. Was hast du denn für mich? Relax! Okay, dann hat das ja nicht wehgetan. The Lamp, bitte einmal melden. Ich möchte dich einmal töten, damit dieser Part endlich mal endet. Oh,
Der Long Leg. Sehr schönes Item. Einer meiner absoluten Lieblings-Items. Da haben wir auch so Lamp. Oh, Daddy Longleg ist so schön stark. Ich liebe ihn. Ich liebe dich, Daddy. Ich liebe dich. Monstros Zahn. Ja, warum nicht? Und hallo, Lamp. Spüre! Oh, wollte ich gar nicht machen. Shit. Aber wir sind trotzdem noch die Hure von Babylon, oder? Ich wollte eigentlich Monstros Zahn einsetzen. Dann machen wir das gleich, wenn wir die erste Form besiegt haben. Die zweite Form ist sowieso ekliger. Geht. Da, Monstros! Sind wir natürlich schwächer dadurch geworden. Sieht aber eigentlich trotzdem gut aus, dass wir das schaffen sollten. Oh, sein Körper ist auch schon erloschen. Ja, easy. So, hier, stirb. Cool, haben wir so Lamp besiegt? Would you like to do a victory lap? Nö. Wieso fragt er das? Hallo, ich hab Lamp besiegt. Lamp ist doch in der Mitte, oder nicht? Satan ist links, Blue Baby ist rechts, The Lamp ist in der Mitte. Wieso habe ich nichts freigeschalten? Hallo, Spiel? Hä? What? Warum nicht? Das war... Ohne Witz? Können wir das mal bitte abgleichen? Leute, ihr habt doch bestimmt Plan. Oben links ist Mams Herz, ganz klar. Oben in der Mitte ist Isaac. Oben rechts ist der Boss Rush. Links ist Satan. In der Mitte ist The Lamb. Rechts ist das Blue Baby. Oder habe ich die vertauscht? Muss ich das Blue Baby als Apollyon machen? Unten links ist Mega Satan. Unten in der Mitte ist der Greedia. Unten rechts ist Hush. Und drumherum ist Delirium. Hä, wieso habe ich denn jetzt nichts freigeschalten? Ich war doch bis zum Ende noch Apollyon, oder? Oder muss man so Void behalten, damit das zählt? Das wäre ja richtig dumm. Ich wäre einmal gestorben und als irgendwas Neues gespawnt? Ich raff gar nichts, vielleicht ist mein Spiel doch kaputt. Gut, dann würde ich aber sagen, was das mit dieser Folge... Ich bin jetzt sehr verwirrt und keine Ahnung, warum ich nichts freigeschaltet habe, aber ja. Wenn euch der Part gefallen hat, dann ist ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, dann auch ein Abo und bis zum nächsten Mal. Tschüss.